Hi, ho ihr Lieben! Ich habe ja schon in vielen Videos und so, die ich so im YouTube mal gern gesehen habe, also gesehen, es ist bei Fischen immer so wichtig, dass man so füttert, dass jeder was bekommt, weil es kann sein, dass dann Fische nichts abbekommen, weil die anderen zu gierig sind und bla 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 und bla bla bla. Und bei mir geht das voll einfach. Ich kann nämlich so, wenn meine Fische haben... Oh, das war mein Finger, du Idiotentrampel! Ich kann nämlich so wirklich bestimmen, wer wann wo was bekommt. Also du, weil du bist gierig, du frisst immer jedem alles weg. Bei meinen Aquarien haben die Fische alle keine Angst vor mir. Ich kann da reingreifen, ich kann die mit der Hand rausfangen. Und denen ist das scheißegal. Deswegen hat der jetzt auch keinen Schiss vor mir. Farah, musst du... Farah! Hallo, ich versuche Videos zu machen, du weißt es, deswegen hast du schon wieder die Fresse offen. Großer Fix. Du warst heute schon um 6 Uhr in der Früh, lästig. Bei den Barschen, also bei den Zichliden, kann ich das auch machen. Die haben es ebenso wenig Schiss von mir. Bei denen ist es auch gefährlich. Man hat letztes Mal einen in den Finger gebissen und obwohl man das nicht sieht, die haben ordentliche Zähne. Dein Ernst? Aber ne. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.